Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich bin wieder da. Nach 16 Tagen Krankenhaus. Achtet heute bitte nicht auf meine Nägel. Ich habe drei weg. Ja, von den ganzen Medikamenten, die ich jetzt nehmen muss. Und ja, alles nicht ganz so toll, wie es sein soll. Aber ich bin jetzt wieder für euch da und wollte euch einen kleinen Doreen Beats Haul machen. Ich hatte noch, bevor ich ins Krankenhaus gegangen bin, Sachen von Doreen Beats bekommen. Ich habe ein bisschen davon schon verbastelt. Also ich werde euch nicht mehr alles zeigen können. Ja. Ich würde einfach sagen, wir fangen an. Meine Kamera hat ein bisschen wenig Akku. Ich kann euch leider von Doreen Beats auch keine Preise mehr dazu sagen. Meine E-Mail ist abhanden gekommen, wo die Preise drin waren. Aber ich zeige euch die Nummern auf den Tütchen und dann müsst ihr euch halt selber einmal schauen, was ihr dann dafür bezahlen müsst, ne? So, und zwar habe ich mir diese großen Blütenkelche besorgt. Hier habt ihr einmal die Nummer. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es gekostet hat. Und das sind solche großen. Für Perlenengel auf jeden Fall super, wenn man mal etwas größere machen möchte. Dann habe ich mir bestellt diese tollen Perlen. Da auch einmal die Nummer. Ich habe mir Schraubösen bestellt in Gold. Das sind 1000 Stück drin. In Gold, wie gesagt. Dann habe ich mir hier Perlenkappen bestellt. Da die Nummer. Das sind 55 Stück. Goldene Karabiner. Da einmal die Nummer, sind auch 50 Stück. Dann habe ich noch bestellt goldene Nietstifte. 400 Stück. Silberne Perlenkappen. 500 Stück. Drei Pakete mit Ohrringen, Aufhängern, diese Plastikteile dafür, sind jeweils 15 Stück drin. Dann habe ich mir Perlenhänger als Teekannen bestellt. Und 10 Stück in Gold. Und noch einmal 10 Stück in Silber. Ja, das war meine Doreen Beats Bestellung. Wie gesagt, ich habe schon einiges davon verarbeitet. Ja. Ich habe auch noch Frösche gehabt. Ich muss mal abgucken. Ich habe ganz viel im Krankenhaus vorbereitet. Hier ist einmal die Nummer von den Fröschen. Auch 10 Stück waren das in Silber. Ich muss mal einmal gerade gucken. Ja, finde ich sogar auf Anhieb. Die sehen dann fertig gemacht so aus. Finde ich mega süß. Ne? Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Perlenengel gemacht. Ich habe auch ganz viele Perlenengel vergeben. Die sind im Krankenhaus echt super angekommen. Ja, ihr Lieben, ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.